an die eine Person in den Kommentaren, die mir jedes Video reingeschrieben hat, ich soll doch mal Blackwings machen. Es ist Sonntag, du weißt, was das bedeutet. Blackwings-Time, Leute, heute schauen wir Blackwing-Memes an am Memes-Sonntag. Und zuallererst sei gesagt, Blackwings sind absolut cool. Ein absolut fantastisches Deckthema, was auch schon im TCG eine Menge Leute, einschließlich mir, begeistert hat damals. Ich habe zwar nicht selber aktiv gespielt, aber ich habe immer so die Plays davon gesehen, diese richtig fetten Boards, die dann aufgebaut worden sind, dann die Synchro-Plays und dann zack und dann hier und dann zack und dann boom, ne? Also es war schon ein richtig cooles Deck, aber in Duel Links sind Blackwings trotz ein paar Karten, die released worden sind, eigentlich immer noch nicht spielbar, weil es so viele Karten gibt. Wirklich, ich glaube, 2/3 der Blackwing-Karten sind noch gar nicht released worden. Und ich weiß auch gar nicht, ob Blackwings mit dem 3-3-Slots überhaupt klarkommen würden für ihre ganzen heftigen Plays. Die brauchen ja normalerweise auch ein größeres Board. Aber es ist Sonntag. Leute wollten Blackwing sehen. Ich habe die Karten dafür. Let's go. So, 3-mal Bora der Speer. Ja, Generic Monster, was wir dann halt specialen können für unsere Synchro-Plays, wie gesagt. Dann haben wir 3-mal Shura, die blaue Flamme, searched. Und zum Beispiel Karten raus wie Hamatan, der sich auch selber specialen kann beispielsweise. Genauso wie Mistral, ja, der dann einer unserer 4 Empfänger ist. Ne? Wir sehen jetzt nur 2 Empfänger hier in der Liste, aber wir spielen auch noch Zeichen des Drachen. Durch Zeichen des Drachen wird uns nämlich nochmal hier einmal Blizzard reingemischt, der auch ein Stufe 2 Empfänger ist. Ne? Und wir kriegen auch nochmal schwarz geflügelter Drache in unser Synchro-Deck. Ne? Oder in unser Extra-Deck, was auch von Relevanz sein könnte. So, Mistral, eigentlich irrelevant, das ist einfach nur ein Level 2 Tuner, den wir brauchen für unsere Synchro-Plays. Und wenn wir schon so eine beschissene Karte spielen, Leute, ne? Ja, wisst ihr schon, was das eigentlich bedeutet? Ja, Blackwings, da fehlen halt einfach ein bisschen so die Karten für, ne? So, Hamatan der Staub. Falls du ein Schwarzflügelmonster außer Schwarzflügel Hamatan der Staub kontrollierst, kannst du diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand beschwören. Jo, ganz gut für Synchro-Plays. Und das war der zweite Effekt. Du kannst Schwarzflügelhammertan der Staub nur einmal pro Spielzug auf diese Art und Weise spezial beschwören, wenn diese Karte als normaler Spezialbeschworen beschworen wird. Du kannst ein anderes Schwarzflügelmonster wählen, das du kontrollierst. Ich erhöhe die Stufe dieser Karte um die des Monsters. Ja, heißt also, den brauchen wir tatsächlich für unsere Synchro-Plays. Wir können dann beispielsweise, wenn der hier auf dem Feld ist, den hier specialen. Und dann können wir seine Stufe um die Stufe von ihm erhöhen. Und dann haben wir schon Stufe 6 Synchro-Play, ja. Synchro-Deck, by the way, wir haben auch nur 2 Blackwing-Synchro-Monster ganz nebenbei. Mal abgesehen von dem schwarzgeflügelten Drachen. Aber der ist ja nicht mal wirklich ein Blackwing-Monster. Ne, wir haben einmal Schwarzflügel-Waffenmeister. Macht ungefähr genau dasselbe wie Bora, nur halt in besser. Und wir haben einmal Silberzeit, der Aszendent. Der ist eigentlich sogar tatsächlich ganz cool. Der zerstört nämlich 2 Karten, deren Death niedriger als die Attack dieser Karte sind. Ne? Also 2800, also weniger als 2800 Death dann in dem Fall. Und dann können wir die zerstören. Nur können wir dann in dem Zug, in dem wir diesen Effekt durchgeführt haben, keine Battle Phase zuführen oder durchführen. Und einmal pro Spielzug, wenn ein Blackwing-Monster durch Kampf zerstört worden würde, können wir diesen Destruction-Effekt, ja, diese Zerstörung können wir negieren, was ganz cool ist eigentlich. Also das ist eigentlich schon fast so unser Boss-Monster. Dann haben wir Aura Delfin als weiteres 6 Sterne Synchro-Play-Monster und einmal sogar nochmal den Schrottdrachen. So. So, wir spielen auch nochmal Schwarzer Wirbelwind. Ist eine ganz coole Support-Karte. Wenn ein Schwarzflügelmonster als Normalbeschwörung auf deiner Spielfeldseite beschworen wird, können wir unserer Hand ein Schwarzflügelmonster mit weniger Attack als das Monster von deinem Deck hinzufügen. Ganz cool tatsächlich, ne? Muss ich einfach mal gestehen, ne? Vor allen Dingen, wenn wir sowas wie hier Shura spielen oder Bora, ne? Dann haben wir als Backrow Removal Cosmic Cyclone, brauchen wir einfach, weil so Kanadiers oder so können halt Synchro-Plays schon echt hart einschränken. Und als Last Resort Move, wenn wir es eigenständig nicht hinkriegen, unsere Synchro-Plays zu machen und haben wir nochmal Übereinstimmung des Königs, ist glaube ich so unser Synchro-Spam-Decks immer ganz geil. Wenn unser Gegner nämlich direkt angreift, können wir den Angriff annullieren und dann können wir aus unserem Grave aus eine Synchro-Beschwörung vollziehen, indem wir die Monster verbannen und die gemeinsame Stufe muss das genau, gemeinsame Stufe der verbannten Monster entspricht, als wir sagen von einem extra Deck. Ja, so, genau, bei Synchro müssen die ohnehin genau sein, ich bin gerade zu sehr mit Ritualmonstern beschäftigt. Ja, Blackwing, wie gesagt, das ist das Deck. Shoutouts an Kuroki Kimeno ganz nebenbei. Da habe ich die Liste gefunden. Ich habe überall die Augen aufgehalten nach Listen, die mich ansprechen und die cool aussahen. Aber abgesehen von der hier gab es sonst gar keine. Und die Liste ist schon älter. Also Blackwing Support müsste irgendwann mal kommen. Vielleicht meinetwegen als Structure Deck. Ne? I don't care. Aber wir brauchen Blackwing Support. Das Deck ist cool. Leute, vielen Dank für Zugucken. Ne? Wir gehen jetzt erstmal direkt in die Praxis. So, erstes Game gegen
Caitlin. How do we do this? Kann ich hier überhaupt irgendwas groß machen? Ich habe einfach keinen Empfänger gerade auf der Hand. Ich glaube, einfach Cosmic Cyclone zu setten ist hier der Play, denke ich. Und in der nächsten Runde könnte ich dann halt irgendetwas mit Shura machen. Aber Going First ist auch blöd, weil wir keinen wirklichen Turn-1-Play haben, ne, mit dem Deck. Ja, das ist aber generell das Problem von Synchro-Spam-Decks. Die haben einfach keinen wirklich guten Turn-1-Play. Vielleicht ist es sogar besser, dass wir einfach Grid spielen. Aber ganz ehrlich, wen interessiert's, ne? Heute ist Meme-Sonntag und ich will Spaß haben. Es sind Memes, ihr wollt Blackwings sehen, okay? Oh, das ist ein Conceit-Deck. Okay. So, vielleicht läuft ja jetzt besser am Meme-Sonntag, ne? Und vielleicht haben wir jetzt nicht jemanden, der direkt aufgibt, aber wir fangen zumindest schon mal nicht an. Das ist ein Vorteil, aber ich sehe wieder kein Empfängermonster auf unserer Hand. Das ist blöd und ich sehe auch nicht unsere Search-Karte, Crystron Quan. Ha, der kann von der Hand aus Synchro beschwören, ne? Der kann von der Hand aus Synchro beschwören. So, ich würde aber trotzdem sagen, ich sammle einfach erstmal Shura. Okay, er kann irgendetwas von der Hand aus beschwören. Ich weiß aber absolut nicht, was das sein könnte. So, ich greife einfach mal an mit Shura. Was sollte der denn jetzt beschwören können mit einem 1-Stern-Empfänger? Ah, er geht in Stufe 5 Monster. Oh, natürlich, Blue Eyes. Wie denn auch sonst, ne? Blue Eyes mit Quan auf der Hand. Sieht nicht gut aus, habe ich gehört, ne? Sieht nicht gut aus, habe ich gehört. Oh mein Gott. Aber dass das funktioniert, ist auch so eine Sache, ne? Warum funktioniert das überhaupt? Also die Version, die der spielt. Ich meine, wir sind in King of Games gerade. King of Games interessiert überhaupt keinen. But still, Schmerz teilen. Alright. Alright. Also, der Typ hat einen sehr, sehr guten Opener gehabt, Going First. Es ist nicht gut bisher. Bisher nicht gut. So, wir spielen gegen Kali. Was könnte das sein? Und ich sehe wieder nicht meine Search-Karte. Warte mal, wo ist sie genau da? Die Blackwing Search-Karte vermisse ich wieder. Aber immerhin habe ich jetzt einen Empfänger. Immerhin, ne? Sprich, ich könnte jetzt sogar Turn 1 in einen meiner... in eins meiner Monster gehen. Aber ich glaube, ich mache das trotzdem erstmal ganz simpel und droppe Shura. Und Shura darf dann erstmal irgendetwas machen, ne? Ich glaube, das ist das Erste, was ich machen sollte. Dann ist zumindest Shura schon mal im Grave, auch für Übereinstimmung des Königs. Ja, ich glaube, so kann ich das machen. Das klingt, glaube ich, eigentlich ganz gut. So, kriegt nochmal 1800 Damage rein. Und jetzt sehen wir einfach mal weiter, okay? Aber ich glaube, overall ist das so das Beste, was ich jetzt erstmal machen kann. Ich spiele auch nicht zu aggressiv, sodass ich dann von bestimmten Plays gepunished werden könnte. Das finde ich gut. Und, oh, Ruf der Schicksalsdame. Here we go. Jetzt wird's interessant. Zeitkanal, I guess. Okay. Aber er kann jetzt aktuell nur einen Achter machen. Außer er hat jetzt noch eine Schicksalsdame auf der Hand und entfernt die jetzt mit dem Effekt von Path. Okay, das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich ein Schrottdrache, oder? Jo, Schrottdrache ist fine. So, wenn er den Effekt von Schrottdrache jetzt aktiviert, um mir die Backrow zu schießen, ist das zwar ärgerlich, aber auf jeden Fall vertretbar. Okay, eine seiner Backrow-Karten gegen meine, I guess. Das ist okay. Und ich krieg dann infolgedessen auch nur 1000 Damage. Und da ist die Kanadier. Das ist die, die ich absolut nicht sehen wollte. Kanadier ist sehr, sehr kritisch gegen Synchro-Spam-Decks. In der Regel. Immer. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich kann in eine Stufe 6er gehen. Aura Delfin ist, glaube ich, ein ganz guter Play. Ich könnte schauen, dass ich, wie gesagt, in den Aura Delfin gehe. Dafür müsste ich aber Mistral Normal Summon. Dann beschwöre ich Hamatan. Hamatan Koppel, ne? Habe ich es richtig verstanden? So funktioniert Hamatan? Blablabla. Wenn diese Karte als normaler Spiel haben wir schon. Du kannst ein anderes schwarze Lüge-Monster wählen, das du kontrollierst. Erhöhe die Stufe dieser Karte um die des Monsters. Okay.
Ich könnte in Aura-Delphin gehen. Und ich glaube, das ist auch der Play, jetzt einfach in Aura-Delphin zu gehen. So, wir aktivieren den Effekt. 2 plus 2 sind 4. Er hat noch eine Kanadier. Das sieht mir nach einer weiteren Kanadier aus, aber hey. Das ist okay. Ja, ich muss in Aura-Delphin gehen. Aura-Delphin ist das Beste, was ich hier gerade machen kann. So, Aura-Delphin, here we go. Ich habe nur in dem Deck leider keine Möglichkeit, den Aura-Delphin nochmal irgendwie rauszubekommen. Aus dem Grave, also nochmal zu beschwören. Ansonsten wäre das ganz cool. Dann greifen wir einfach mal an. Ja, Dimensionsgefängnis könnte jetzt ein Problem sein, aber ich kann, wie gesagt, mit dem Deck nicht da drum rumspielen. Ja, das spielt eine der KC Cup Listen, eine der genetdeckten Listen, die jetzt rumgeht. Ja, mit der haben einige Leute Erfolg, aber es ist schwierig, Leute, wirklich. Ich habe halt wieder irgendwie nicht die Möglichkeit gehabt. Cosmic Cyclones wären hier natürlich ganz geil gewesen gegen die ganze Backrow des Gegners. Und vor allen Dingen auch meine Zauberkarte. Die Zauberkarte ist so wirklich das Herz dieses Decks. Die hält das Deck zusammen. Das ist der Motor, den brauchen wir. Die füllt uns nämlich immer wieder unsere Hand auf. Also, ich muss noch meine Mission erfüllen und einmal Minimum gewinnen. That's my mission, dude. Okay. Aber ey, ganz ehrlich, Blackwings sind vom Power-Level aktuell halt echt schlecht, ne? Das Deck ist super teuer eigentlich im Vergleich. Wir haben dreimal Bora als UR, wir haben dreimal hier die konstante Fallenkarte, aber das Deck ist halt trotzdem ultra scheiße, ne? Das ist unglaublich. Hat kaum Outs gegen irgendetwas und ist halt einfach nicht gut. Was schade ist, für mich als sehr, sehr großen Blackwing-Fan. So, World Legacy Clash. Das ist ein guter Hit. Und mein Gegner konnte noch irgendetwas aktivieren. Was könnte das also sein? Wahrscheinlich ein eigener Cosmic Cyclone. Ja, was mache ich gegen Barrel Dragon mit dem Deck? Weinen, hätte ich jetzt gesagt. Weinen trifft es ganz gut. Ich habe nichts zum Zuflippen. Ja, dann hätte ich jetzt gesagt, einmal. Ich kann jetzt Bora specialen und ich kann Hammertan specialen. Und ich könnte sogar auf den schwarz geflügelten Drachen gehen. Oder aber ich gehe auf Silberwind der Aszendent. Was aber auch nicht so gut ist. Der kann nur vor Kampfschaden zerstören, ne? Ja, durch Kampf zerstört. Was mit dem schwarz geflügelten Drachen? Falls du Schaden von deinem Kartenfeld erhalten würdest, lege ich stattdessen eine schwarzflügelige Zauberkarte. Na, ist auch nicht so geil, ne? Scrap Dragon habe ich kein Target für, was ärgerlich ist. Ja, ich versuche es einfach mal. Ich gehe jetzt einfach auf diesen Transzendenzboy. Das sind so eigentlich die Schwarzflügel-Plays, die man kennt, ne? Ein einziger Kanadier nimmt das schon komplett auseinander. Ja, dann gehen wir einfach mal auf den Silberwind. Dann habe ich den Silberwind zumindest schon mal beschworen. Den Effekt aktivieren wir nicht, damit wir Kampfschaden reinbekommen. Nope. Oh, Konami. Und er hat natürlich noch den Barrel Dragon auf der Hand. Das ist, ja, unschön. Das ist unschön. Das ist echt unschön. Buh, schon wieder Master of Destiny. Aber hey, sehen wir es positiv. Ich habe zumindest mal den schwarzen Wirbelwind auf meiner Starter. Okay, das ist doch etwas, womit ich zumindest was anfangen kann. Aber ich habe absolut keinen Out gegen Desperado, wirklich. Ich mache gegen Desperado nichts außer weinen. Das ist traurig. Können wir uns einmal Blizzard der Hohen Norden suchen. Set Cosmos Zyklon. Pass. Das, Leute, ist die Karte, die dieses Deck zusammenhält, by the way. Ja, wenn du die auf der Starthand hast, läuft das Deck auf jeden Fall schon mal richtig, also ein bisschen smoother, weil du halt jedes Mal konstant deine Hand nochmal neu auffüllen kannst, okay? Das ist geil. Will ich nur mal gesagt haben. Warum hat mein Gegner 21 Karten im Deck? Okay, Pokal des Asses, not
Natürlich. Erstmal wieder ein bisschen ziehen, ne? Kennt man ja. Topf der Gier. Danke dafür, Konami. Total balanced. Aber eigentlich ist es balanced, weil der Gegner dadurch nicht Karten wie Feindkontrolle oder so spielen kann. Das ist zumindest schon mal ganz nice, aber trotzdem. Seit Connection Issues kriege ich jetzt meinen ersten Scheinsieg. Anscheinend nicht. Cosmic Cyclone, wahrscheinlich auf meine Spellkarte. Ja. Ja. Warum hat eigentlich der Stardust Dragon so schlechte Stats? Wenn der Stardust Dragon ein bisschen bessere Stats hätte, dann könnte man den wunderbar gegen Desperado nutzen. Es gibt ja diesen Stardust Assault Dragon. Ich habe sogar gesehen, dass der im TCG Support bekommen hat auf der Gamescom. Da habe ich gegen irgendjemanden gespielt, der dann so... Ja, boom, boom, boom. Star, Combo, Combo hier. Star Assault Assault Dragon. Was macht der? Ja, der kann alles negaten. Oh. Okay. Ja, geil. Ja, und das war so eine richtig simple Combo, die dann auch recht konstant lief. Also da war ich schon recht baff. So. Hat er jetzt einen Desperado auf der Hand? Ich habe keinen Desperado out mit den Blackwing Deck, Leute. Ne? Also ich kann gegen Desperado wirklich nichts machen. Nice. GG. Das ist eine gute Starthand. Mit der kann ich leben. Und ich gehe second. Also, ich bin guter Dinge, dass wir das eventuell als ersten Sieg für heute verbuchen können. Für Blackwings. Aber Konami! Bitte supportet Blackwings! Es ist eine Qual, dieses Video zu machen. Wirklich. Oh mein Gott. Ist das ein Problem? Ja, ein Deck, was halt sehr, sehr viel special. Das ist problematisch. Indeed. Das ist in der Tat problematisch. Okay. Okay. Aber ich meine, er spielt nicht Grid. Das ist doch eigentlich ein Vorteil für mich, oder? Aber er hat wahrscheinlich da metaphysische Dimension gesettet. Ja, nice. Metaphysische Dimension. Fun and interactive, sage ich da nur, ne? Fun and interactive. Metaphys. Wenn du dieses Setup hast, dann machst du da leider nicht ganz so viel mit gegen. Aber das ist okay. Ja, wie mache ich das am besten? Schwarzer Wirbelsturm erstmal, das ist klar. Ich kann diese Runde nicht gewinnen, weil er den Tyrannen wieder irgendwie die ganze Zeit aufs Feld bekommen kann. Ne? Das heißt, ich müsste auch schauen, dass ich über 2900 komme mit irgendwas. Das heißt, der Delfin könnte hier ganz gut sein. Ja, ich könnte schauen, dass ich mit dem Delfin irgendwelche coolen Plays machen kann. Also, erstmal wird Shura die blaue Flamme gedroppt. Shura die blaue Flamme holt mir jetzt nämlich folgendes aus Feld. Ich kann gar keine Synchro-Beschwörung vollziehen, weil mir die Empfänger fehlen. Ich krieg nämlich die Empfänger nicht aus Feld. Ich könnte jetzt halt einmal Blizzard droppen. Und dann war's das. Nicht gut. Aber dann halt nächste Runde. Wenn überhaupt. Specialen darf ich nicht, ansonsten kommt der Tyrant Dragon aus Feld. Dann greife ich einfach mal an und krieg schon mal ein bisschen Schaden rein. Ich glaube, das ist so das Beste, was ich jetzt erstmal machen kann. So, Tyrant Dragon kann sich jetzt natürlich reinmischen. Klar, er kriegt natürlich jetzt auch zwei Banishes im Optimalfall. Aber so habe ich zumindest schon mal meinen optimalen, hätte ich jetzt gesagt, Play für Turn 1. Ja, nein, aber ich hätte gesagt, eigentlich schon. So, er hat nicht den Effekt vom Drachentyrann benutzt. Okay, das ist interessant. Und er schießt die Backrow-Karte. Das ist auch durchaus interessant, dass er das so macht. Aber das ist okay. Ah, okay, er hat natürlich hier Lupine jetzt gezogen, ne? Das ist, aktiviert den Effekt nicht. Das kann nur bedeuten, dass er halt den Effekt nicht aktivieren kann. Okay. Schwarzer Wirbelwind stackt, by the way, ne? Das heißt, ich kriege jetzt zwei Searches rein.
Okay. Klar, er banisht mir nochmal schwarzer Wirbelwind. Never mind, keine zwei Searches, aber okay. Wisst ihr, was ich gerade merke? Wenn ich jetzt auf... Ja, wenn ich jetzt auf den Waffenmeister gehe, gewinne ich. Let's go! Waffenmeister it is! Oh mein Gott! Waffenmeister Carry! Waffenmeister Carry! Außer jetzt Svirkoribo. Ui, ja, Svirkoribo wäre natürlich böse. In Anführungszeichen wäre. So, er kriegt jetzt nochmal die Möglichkeit, was aufs Feld zu specialen. Wegen metaphysischer Dimension. Aber ich glaube nicht, dass sie das was helfen wird, weil der Effekt natürlich jetzt nicht aktiviert wird von diesem Monster. So, also hoffe und bete, dass du ein Svirkoribo hast. Wenn du kein Svirkoribo hast, my dude, dann sieht es für dich zappeduster aus. Dann sieht es für dich zappeduster aus. Der Waffenmeister! Schwarzflügel-Waffenmeister! Direktor-Attack hätte ich schon was gesagt. Nee, aber wir machen jetzt bitte Trample-Damage. Losing against Black Wings im Jahre 2019 in Duel Links. Was ist los mit dir, mein Freund, ja? Lief wohl nicht so gut. So, ich glaube aber jetzt wirklich, Leute, frei nach dem Motto, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, ja. Es ist eh Sonntag, die 5 Minuten könnt ihr mir ja gönnen. Ich habe meinen Sieg mit Black Wings, das reicht erstmal. Das Deck ist absolut kacke zurzeit, also Konami, please, tut den Leuten einen Gefallen. Release doch einfach mal ein bisschen schönen Support für Black Wings. Ja, sei es über ein Event, ein Crow Hogan Event, keine Ahnung. Sei es über ein Structure Deck, ein normales würde ja auch schon reichen. Aber release bitte irgendwelche neuen coolen Karten, die Synchro-Plays einfacher machen. Ja, sowas wie Gale zum Beispiel. Ne? Gale ist so wichtig für Schwarzflügel-Decks und vor allen Dingen so gut. Removal plus Board Spam in einem, was gibt's Besseres? Ja, Gale ist eine meiner absoluten Lieblingskarten, aber ist noch nicht in Duel Links da. Warum, Konami? Warum? Verschwendetes Geld, verschwendetes Potenzial und wir sind gerade im Synchro-Zeitalter. Da muss man das doch nutzen. Egal, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich finde Black Wings kacke, aber wir haben hier Potenzial für die Zukunft, da bin ich mir sicher. Aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie seht ihr das mit den Black Wings? Meint ihr, die werden in Duel Links überhaupt die Möglichkeit haben, ihr ganzes Potenzial zu entfalten, wegen den 3 Slots, die die nur haben? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin da wirklich sehr dran interessiert. Leute, wir sehen uns dann morgen wieder zu einer normalen Episode. Haut rein, macht's gut und ciao. Euer Regi, heute 18 Uhr Twitch. Denkt dran, grinden wir wieder. Man sieht sich. Ciao.